Wollen wir mal gucken. So, wir müssen auf jeden Fall Kies. Kies muss weg. So, Kies. Von Kies kriegt man nie genug. Das Thema hatten wir ja schon mal. Gut, okay, ich habe mich jetzt eigentlich vorbereitet auf das Thema RP, aber tatsächlich ist das ein bisschen Banane. Irgendwie, ich merke, ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht durch. So, sollen wir das denn so machen, dass wir jetzt sagen, so? Wir haben noch ein paar Treppchen, oder? Jawohl. So, dass wir dann hier so runter. Und dann wird's tricky. Wie sollen wir das machen, Leute? Wie? Boah, ist gar nicht so einfach. Na gut, lassen wir das Thema RP. Viel mehr inhaltlich als ist nicht mein Fall, kriege ich jetzt auch nicht mehr hin. Dann vergessen wir das Ganze mal. Nächstes Thema. Rassismus. Findet ihr es gut? Was war das denn bitte? Mögt ihr Rassismus? Findet ihr gut, dass Krieg ist? Nee, nicht wieder Krieg. Keine Sorge, nicht wieder Krieg. Krieg ist auch ein bisschen Kacke, ne? Ja, Krieg ist Kacke, ja. So. Dann machen wir mal... Wär's mit so einem Zweier... Da hab ich mich verjagt. So, dann gehen wir mal zurück. Vielleicht ein bisschen schneller. Eisen? Hallo, Eisen? Wo bist du? Achso. Wupp. Ja, perfekt. Was mir... Tatsächlich, ich weiß, worüber wir reden könnten. Pass mal auf. Dieses Gendern. Und zwar nicht im Sinne von Gendern, sondern das aktuell wieder... Alter Schwede, dann komm doch runter, du Sack. Oh, bist du gestorben? Bist du ein dummer Hund? Genau deswegen, liebe Leute, brauchen wir... Pass mal auf. Bevor wir hier runtergehen. Bevor wir hier weitermachen... Guck ich mal, ob wir irgendwo eine Sanddüne kriegen. Alter, haben wir hier viel gemacht, ne? Ist ja echt jetzt alter Schwede. Oha. Alter, was haben wir hier bitte ausgehoben? Alter, warum hindert ihr mich nicht daran? Warum sagt... Alter, was ist das? Alter, was zur Hölle? Das merke ich ja jetzt erst. Das merke ich ja jetzt erst. Okay, ja, nice. So, gib bitte irgendwo Wasser. Und wenn ja, wo es Wasser gibt, da gibt es meist auch irgendwo ein bisschen Sand. Aber natürlich nicht hier, wo ich bin. So, wir brauchen irgendwo Sand. Was ist das? Bitte. Ich kann es nicht beschreiben. Skabdusch. Das ist unglaublich. Alter. Hallo Schaf. Komm schon. Irgendwo muss es doch Sand geben. Oh, jetzt lass mich nicht wieder hier. Das, ach, komm schon. Eine Sanddüne. Sand. Sand. Ich wollte mal eben kurz... Ach, weißt du was? Dann machen wir das halt nicht.
Ich dachte, wir haben hier irgendwo so um die Ecke irgendwo einen tollen Strand, den wir so komplett raushebeln können. So, was wollte ich nochmal sagen? Genau, gendern. Und zwar nicht dieses Gendern an sich, dass man alles jetzt irgendwie mit den korrekten Artikeln versehen muss und alles muss man gendern, ansonsten ist man ein schlechter Mensch, sondern also aktuell trendet der Hashtag Was ist eine Frau? Ja, und da musste ich tatsächlich mal ganz neutral nachfragen, warum gibt es diesen Hashtag? Was hat es damit auf sich? Und da soll wohl irgendwie ein Beschluss sein, dass man jetzt auch sagen kann, yo, ich bin zwar offiziell Mann, aber ich habe mich dazu umentschieden, ich bin jetzt doch eine Frau. Und dann alle so, ja, ist okay. Klingt jetzt ein bisschen lapidar und ein bisschen lax, aber irgendwo im Prinzip soll es so sein. Da habe ich mir gedacht, okay, ganz ehrlich, soll mir egal sein. Weil ich meine, mir tun sie nichts. Das klingt jetzt so ein bisschen so, wie tun sie nichts. Aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Also tatsächlich ist es so, jeder soll denken, was er möchte. Ich meine, wenn du sagst, du bist eine Frau, bitte. Ja, dann bist du halt für mich eine Frau. Tatsächlich aber, wenn es darum geht, wenn ich jetzt gefragt werde, was ist für dich eine Frau, dann sage ich ganz ehrlich, ein Mensch, ein erwachsener Mensch, nach dem Gesetz erwachsen, hier in Deutschland jedenfalls, die ein weibliches Geschlechtsteil hat. Ich bin da ziemlich konservativ aufgezogen worden, ohne es böse zu meinen oder ohne irgendjemand was abstreitig machen zu wollen. Aber letztendlich ist es ja so. Ich meine, es ist, wie soll ich das sagen? Also mir wurde gesagt, jo, hast du ein männliches Geschlechtsteil, bist du ein Junge oder ein Mann. Und hast du weibliche, dann bist du halt, weiblich. Ohne es jetzt böse zu meinen, aber pff. Und ich fand das eigentlich recht simpel erklärt. Ja, und es gibt natürlich auch Intersexuelle, also Menschen mit zwei Geschlechtsteilen. Ja, die haben wir früher Zwitter genannt. Darf man jetzt irgendwie nicht mehr sagen, aus Gründen. Weil das auch diskriminierend zu sein scheint. Was daran diskriminierend ist, wenn man einen Begriff hat für Leute mit zwei Geschlechtsteilen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Aber gut, okay. Dann siehst halt als Diskriminierung an und ich wüsste jetzt auch das Alternativwort nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber was ich schlimm finde, ist, dass wenn ich jetzt sage, jo, ihr verlangt von mir, das Thema hatten wir auch schon mal, ich weiß, ihr verlangt von mir zu akzeptieren, dass ihr ein Mann oder eine Frau an mehr Sachen ausmacht, außer an diese primären Geschlechtsorgane. Okay, gut, aber dann warum akzeptiert ihr nicht oder warum duldet ihr nicht Erziehung, ja, oder meine Erfahrung oder meine Maßstäbe, die man mir in der Kindheit mitgegeben hat, woran ich mich orientiere, warum ertragt ihr es nicht, dass ich auch meine Maßstäbe habe und sage, nee, ich kenne das aber so, das und dann, ne, gib ihn. Warum ist das so ein Unding für dich, das zu akzeptieren? Das sind immer so Sachen, die ich nie verstehen werde. Nie. Ich weiß es nicht. Man muss immer irgendwie, man muss eine Meinung haben, man muss Position beziehen, man muss. Denke ich mir, warum muss ich das? So, wir müssen das irgendwie anders machen. Warum muss ich das denn? So, das war kacke. Ja, jeder spricht von Toleranz und man muss Verständnis zeigen und tolerant sein und. Aber die Toleranz hört auf, sobald man sagt, ja gut, aber es ist nicht meins. Ich kann damit nichts anfangen. Ich möchte bitte mit den Werten und mit den Orientierungspunkten, die mir in meine Erziehung und so weiter beigebracht wurden, nahegelegt wurden, ich möchte die beibehalten. Ich meine, ich bin jetzt auch ein alter Eschek. Also Eschek heißt Esel. Ja, bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und
warum soll ich jetzt da noch großartig, warum, beziehungsweise nicht, warum sollte ich, sondern warum muss ich denn? Das ist die, glaube ich, viel wichtigere Frage. Warum muss ich jetzt sagen, okay, ich muss das jetzt ganz anders definieren? Es ist ja nicht so, dass ich sage, nee, pass mal auf, du bist für mich keine Frau. Ja, das würde ich niemals sagen. Also wenn jetzt ein ursprünglicher Mann, ursprünglich, oder halt laut Gesetz Mann und so weiter, ne, ihr wisst, was ich meine, jetzt auf einmal sagt, nee, ich, oh fuck. Wenn jetzt also ein Mensch ankommt, den ich als Mann identifizieren würde und diese Person sagt zu mir, nee, ich bin Frau. Wunderbar, okay, ist gut, dann sorry, ne, bist du halt Frau. Okay, wer bin ich? Warum sollte ich jetzt da was gegen haben? Auch wieder so ein ganz schwieriges Thema, bei dem ich ja versuche, Verständnis zu zeigen, aber ich tue mich ganz schwer mit Leuten, die, wie schon gesagt, Verständnis verlangen, aber dann so komplett intolerant sind meiner, also meinen Werten gegenüber. Nein, du musst keine Intoleranz zeigen meinen Werten gegenüber. Warum? Du willst dasselbe doch auch nicht erfahren. Warum zeigst du mir das nicht? Also ich finde, jeder, der von mir etwas verlangt, ist erstmal in einer Bringschuld. Ja, früher hat es angefangen mit, hey, du musst mir Respekt zeigen. Und dann, ja, Respekt musst du dir aber erstmal verdienen, mein Freund. Ja, und das ist jetzt halt keine blöde Phrase. Das ist gängige Praxis. Wenn du möchtest, dass ich dich respektiere, Kollege Schnürschuh, dann verdien dir den Respekt. Wow, wir sind hier irgendwie voll im... Ist ja voll die Lachnummer. Ey, ich dachte, wir haben hier voll das Glück, ne? So, pass mal auf, ein paar Sachen können wir hier erstmal entmüllen. Wäre zum Beispiel das hier, Diorit, weg damit. Feuerstein weg, was soll ich mit dem Dreck? So, die weg. Nein, natürlich nicht. So. Müssen wir das so machen? Müssen wir gar nicht, ne? Okay, pass auf. Ich buddel jetzt erstmal. Auf welche Höhe sind wir hier? Wir sind auf 12. Jetzt sind die alten Maßstäbe für Diamanten-Spawns jetzt auch nicht mehr hier gegeben, oder doch? Ich muss da nochmal nachlesen. Nicht jetzt, keine Sorge, Leute. Ich weiß nicht, ab wann, ob wir jetzt immer noch hier auf diese Höhe Diamanten kriegen können. Nein, kriegen wir ja gar nicht. Wir kriegen bis 10 oder was, ne? Ja, zisch mich nicht so an hier. Das ist ja doof. Also wie gesagt, an und für sich ein sehr relativ schwieriges Thema, dahinter zu steigen. Warum, wieso, weshalb Leute so sind, wie sie sind. Aber gut, ich meine, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Twitter-Kult. Ja? Auf Twitter ist das schon sehr dominant. Nach dem Motto, yo, du hast zwar eine eigene Meinung, aber die interessiert mich dann insofern nicht. Oder ich spreche sie dir ab, solange du meine akzeptierst. So, ich weiß, es ist eine Glücksspitzhacke. Ach ne, eine Effizienzspitzhacke. Entschuldigung. Okay. Aber wir kommen hier ein bisschen weiter. Sehen wir hier ein bisschen Land? Aha. So, ich glaube, das könnte... Hoppala. Ich glaube, das könnte interessant werden. Musik zu laut? Ich dachte, wir kommen jetzt in so eine Art weitere Höhle. Ja, ich verschwende komplett, aber wir haben ja ein paar Diamanten. So, toll, Kohle. So, ein kurzes Moment.
So, scusi mio. Muss mal ganz kurz Pause machen, weil ich gerade eben wieder unterbrochen wurde in meiner höchst wichtigen Aufnahme. So, was aber nicht schlimm ist. Nicht schlimm, ne? Also ich motze nicht, Gottes Willen. So, irgendwas können wir hier wegschmeißen. Ich glaube, Diorit können wir wegschmeißen. So, dann haben wir wieder einen normalen Stein. Hoppla. Hauptsache, ich falle jetzt nicht irgendwie blöd in die Lava. Wäre nicht das erste Mal. Granit können wir auch wegschmeißen. Können wir die Kohle nehmen. Oh yeah, nice. So. So, dann mache ich mal eben noch kurz meine Zeit zu Ende. So, ich glaube, Diamanten werden wir hier nicht großartig finden. Eine Wonne natürlich. Aber trotzdem. Sagte er und findet Diamanten. Ich meinte, nein. Ich übe das noch. Aha, gut, okay. So, jetzt aufpassen, mega aufpassen. Oh yeah. So, es darf nichts in die Lava fallen, um Gottes Willen. Würde ich mir nie verzeihen. Ich glaube, da würde ich mit so Strafe die Hände bügeln. Wie einst Dobby in Harry Potter. Aber ich würde. Was war das? Das war okay. Aber ich würde ein kaltes Bügeleisen benutzen. Habt ihr die Hände gesehen von Dobby? Wer macht denn sowas? So, was kann man wegschmeißen? Andi sieht weg damit. Wenn ich das schon wieder sehe. Kies, 6 Stück, weg damit. Die Fichtenholzblätter können wir wegschmeißen. So. Was für eine Musik? Die nächste Musik an. Boah. Alter. Ich muss die mal alle irgendwie auf einen einheitlichen Lautstärke pegeln. Auch schon Running Gags der 2014, oder? Ich mach das noch. Ich schwöre diesmal aber wirklich, ne? So, da muss das ein bisschen ausgeleuchtet sein. Wir wollen hier ein bisschen. Und hier muss ein bisschen mehr Raum sein. Wir brauchen Raum. Ah, das sieht ja voll cool aus. Ha, 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 ha. So, das haben wir. Wir müssen noch ein bisschen mehr wegschmeißen. Was haben wir denn hier? Nehmen wir ein bisschen Bruchsteine. Hier nochmal Andesit. Stein bleibt. Nochmal ein bisschen Granit weg. Ja, komm, hier, pack mal weg hier. So, dann nehmen wir das hier schon mal mit, damit das nicht despawnt. Dann machen wir einen Screenshot. Shot. Oh yeah, Baby. Skabadusch. So, wunderbare Sache. Die sammle ich jetzt aber noch ein. Ich habe dafür irgendwie Platz, den ich benötige. Ja, ich habe neue Rezepte, höchstwahrscheinlich. Wie viel habe ich jetzt? 6. 6 Diamantenblöcke. So, wenn ich jetzt hoch. So, wenn ich jetzt ein bisschen verzaubere. Dann kann ich die wieder aufstellen und dann kriege ich noch mehr Diamanten aus. So, ihr Lieben. Reicht für diese Aufnahme. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, gehabt euch wohl, macht es gut und bis demnächst. Tschüss.